Ich habe mir wirklich niemals Gedanken darüber gemacht, dass ich jemals ein Video über dieses Thema machen müsste. Ich habe euch in den Kommentaren gefragt oder in dem Video gefragt, was habt ihr denn noch für Fragen an mich zu bestimmten Themen aus dem Jurassic-Franchise? Aus irgendeinem Grund habt ihr euch an Jurassic Park 3 verbissen, was ja ganz cool ist. Wir haben uns damit beschäftigt, wir haben ein paar Szenen aufgelöst, haben selber ein paar Theorien aufgestellt, die das Ganze runder machen würden, ist vollkommen cool. Dass dann aber jetzt die Frage aufgekommen ist, und zwar mehrfach, kannst du mal bitte die Szene, die Traumszene aus Jurassic Park 3 analysieren, in der Dr. Alan Grant über den vom Velociraptor träumt. Und ich habe mir gedacht, ach komm, was soll's, machen wir. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Aus ganz vielen Warten aus gesehen ist diese Szene, über die wir jetzt sprechen, sehr seltsam. Für den Fall, dass du nicht weißt, worum es geht. Es geht um eine Szene, in der Dr. Alan Grant aufwacht und trotzdem immer noch träumt. Also er hat in seinem eigenen Traum geschlafen, wacht plötzlich in seinem eigenen Traum auf, merkt, dass er immer noch träumt. Und er ist in einem Flugzeug eingeschlafen und das Flugzeug in seinem Traum, in dem er erwacht, ist immer plötzlich leer und neben ihm hockt dann ein Velociraptor auf dem Sitz und guckt ihn eben an und sagt, Alan! 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 Dr. Grant? Mit der Stimme von Billy, ne, aus dem Grund, weil eben Billy ihn auch gerade wirklich anspricht und kurz danach aufweckt. Diese Szene ist ein bisschen komisch, weil man sich hier wirklich fragt, erstens, wie kommt dieser Traum zustande? Also wieso träumt Alan sowas, dass da ein Raptor im Flugzeug sitzt und ihn volltextet? Auf der anderen Seite sind das Raptoren-Designs, die er so noch selber gar nicht gesehen hat. Das heißt, die Velociraptoren aus Jurassic Park 3, die sehen ja anders aus als die im ersten Film. Und Dr. Grant sollte gar nicht wissen, wie die überhaupt aussehen. Aber er macht's. Und ich habe mich jetzt mal ein bisschen damit beschäftigt, warum das so ist. Und wir werden hier in dem Video mal ein bisschen in diese Psyche von Dr. Alan Grant eintauchen und mal darüber sprechen, warum der arme Mann nach Jurassic Park 1 anscheinend fix und fertig mit den Nerven ist und sogar schon leicht psychotische Züge an den Tag legt. Ich meine, vielen von euch ist auch blöd aufgestoßen, dass Ellie Sattler und Dr. Alan Grant in Teil 3 nicht mehr zusammen sind. Nach dem Video wird man Ellie da vielleicht ein bisschen mehr verstehen können, dass die sich gedacht hat, nee, Alan ist mir jetzt gerade ein bisschen zu heftig. Dr. Alan Grant ist ja nicht der größte Fan der Velociraptoren. Das kann man auch nachvollziehen. Ich meine, im ersten Jurassic Park Film wollten die ihn fressen. Und dass man dann da so einen kleinen Knacks irgendwann bekommt und sich eben denkt, ey, nee, ich mag diese Viecher überhaupt nicht. Das ist schon vollkommen normal. Wir bekommen einen Hinweis darauf, dass Dr. Alan Grant am Ende seiner eigenen Existenz steht. Das ist so eine Sache, die viele auch als Kritik am Film nehmen und sagen, das ist so dumm, das ist so auch. Dr. Alan Grant sagt in einem seiner Vorträge, nichts auf Himmelserden würde ihn jemals wieder auf die Insel zurückbekommen. No force on earth or heaven could get me on that island. Shut up and take my money! Kurz danach taucht ein Mr. Kirby auf und sagt, ich gebe dir Geld. Dr. Alan Grant fliegt direkt auf die Isla Sorna. Und da müsste man sich fragen, okay, ist es wirklich so weit, dass Alan Grant diesen Strohhalm direkt nimmt? Also er nimmt es in Kauf, über diese Insel zu fliegen, wo er ganz genau weiß, sogar aus der Luft heraus können da schlimme Dinge passieren. Trotzdem fliegt er aber einfach mit Mr. Kirby über die Insel, weil er ihm eben Geld anbietet. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Alan Grant wohl am Ende angekommen ist und ziemlich bankrott ist. Das ist schon mal Punkt Nummer 1, den ich aus dieser Szene herauslesen würde. Und das würde auch begründen, warum Alan plötzlich so darauf anspringt. Das ist nicht immer gleich so eine Reaktion von wegen, ja, so verhält sich doch kein Mensch. Das ist Schwachsinn. So verhält sich ein Mensch, der wirklich fertig ist, der wirklich Hilfe braucht, der wirklich nach dem letzten Strohhalm noch greift. Und wenn wir eben mal betrachten, dass das auch genauso im Film passiert, dann können wir davon ausgehen, dass Dr. Alan Grant wirkliche finanzielle Probleme hat. Des Weiteren sehen wir auch später im Verlauf des Films, dass Alan versucht, diesen Papagei von Ellie, der ihn nachahmen soll, der angeblich seinen Namen kennt, dazu zu bringen, seinen Namen zu sagen. Wenn man darauf achtet, dann kann man hier auch ein bisschen was rein analysieren. Und zwar sehen wir, dass Dr. Alan Grant immer wieder fragt, ist mein Name Alan? Ist mein Name Alan? Der Vogel sagt den Namen eben nicht. Und schaut dann mal auf Alans Gesicht. Er sieht relativ entspannt aus, relativ locker, als würde er sich in diesem Moment denken, ja, dieses Tier ist nicht so schlau. Nach dem Motto, ja, okay, er guckt jetzt erstmal nach, ob es vielleicht auch noch andere
andere Tiere gibt, die eine Intelligenz aufweisen, ähnlich wie die Velociraptoren, weil ihm die Raptoren eben so im Gedächtnis geblieben sind. Und auch hier fragt er ja den Vogel ganz bedacht, ist mein Name Alan? Später im Flugzeug in seinem Traum antwortet dann aber der Raptor mehr oder weniger auf die Frage und sagt Alan. Das heißt, hier wird der Traum so ein bisschen kompensiert. Dr. Alan Grant will hier herausfinden oder will sich immer wieder selber beweisen, ja, das sind alles nur Tiere und diese Tiere sind nicht so schlau und sind auch nicht so gefährlich. Wir haben also Dr. Alan Grant, der pleite ist und eben noch einen psychischen Knacks hat und deswegen wirklich gucken will, dass die Welt um ihn herum quasi immer noch so ist, wie die Welt eben auch sein soll. Es ist vorbei, der Albtraum ist vorbei. Dann kommen wir jetzt aber mal zum wirklichen Albtraum von Dr. Alan Grant. Er hat dann eben den letzten Strohhalm gegriffen, der ihm gehalten wurde, bevor er dann nämlich komplett in den Ruin stürzt. Alan Grant schnappt sich das Geld von Mr. Kirby und die fliegen in Richtung Insel. Jetzt taucht hier immer wieder die Kritik auf, die auch meiner Meinung nach berechtigt ist. Warum sieht Dr. Alan Grant hier einen Raptor, was schon bescheuert genug ist, den er aber so noch gar nicht hätte sehen dürfen. Dieser Velociraptor existiert auf der Isla Sorna, auf der Alan Grant noch nie gewesen ist und ist auch eine Art Weiterentwicklung. Da gibt es ein Making-of und ein Interview mit dem Regisseur, wo er eben sagt, ja, auch die Velociraptoren haben sich quasi optisch weiterentwickelt. Dr. Grant träumt also offensichtlich von einem Velociraptor, den er so noch gar nicht hätte kennen dürfen. Was sagt das zu seiner Person? Naja, muss sich irgendwie Informationen über die Insel verschafft haben. Ich meine, es ist natürlich logisch, dass es irgendwo Aufzeichnungen von den Dinosauriern auf dieser Insel gibt. Weil auch die Regierung wird nachvollziehen wollen, ey, was passiert denn auf der Insel? Entwickeln sich die Saurier weiter oder vermehren die sich? Da muss ja eine Kontrolle gehalten werden. Deswegen wird es da auch Regierungsmitglieder geben, die bestimmte Sichten auf diese Insel haben, um sie eben zu dokumentieren. Möglicherweise hat sogar der Freund von Ellie was damit zu tun, weil ist der nicht sehr in die Regierung verwickelt? Also kann es sein, dass Dr. Alan Grant sogar seine Beziehung zu Ellie geopfert hat, damit er näher an diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, näher an diesen neuen Freund von ihr rankommt, damit er Einblicke in die Insel bekommt. Das würde nämlich auch erklären, warum er so cool damit umgeht. Ich meine, im Endeffekt ist es ihm scheißegal, dass Dr. Ellie Sattler und zwischen den beiden ist in Jurassic Park 1 ja definitiv eine Chemie gewesen. Da ist was gelaufen. Er hat ja sogar mit Dr. Ian Malcolm ganz kurz erklärt, ja, zwischen uns beiden läuft was, lass die Finger von ihr. Und jetzt in Teil 3 ist ihm das so egal. Ich meine, ey, das würde irgendwo Sinn ergeben. Okay, Dr. Alan Grant hat also Geldschulden. Er kommt nicht mehr aus diesen Schulden raus, nimmt deswegen Mr. Kirby's und Mrs. Kirby's Geld an, fliegt deswegen auf die Insel, von der er ganz genau weiß, die Saurier da entwickeln sich weiter. Ich meine, was macht das mit dir, wenn du sowieso schon Angst vor diesen Dinosauriern hast und plötzlich aber durch deine Beziehungen herausfindest, die entwickeln sich weiter, werden dann auch Velociraptoren immer schlauer? Das muss ihn ja psychisch komplett fertig gemacht haben. Deswegen versucht er auch immer wieder, an diesem kleinen Vogel herauszufinden, wird er vielleicht auch schlauer. Dr. Alan Grant hat einfach komplett einen an der Klatsche. So lässt sich dieser Traum meiner Meinung nach am besten erklären, wenn man sich wirklich in die Psyche von jemandem reinversetzt, der so einen Traum hat. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Traumdeuter bei euch in den Kommentaren. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, was ihr von dieser Theorie haltet. Natürlich ist die jetzt sehr gewagt. Ihr müsst mir nicht in die Kommentare schreiben, das ist nicht so, das ist, das weiß ich auch selbst. Ich habe nur versucht, mich so ein bisschen in diesen Traum hereinzuversetzen, wie so etwas zustande kommen kann. Meine Diagnose, ja, die Diagnose von Dr. Verse in diesem Moment wäre einfach, dass Dr. Alan Grant ein psychisches Wrack ist. Und naja, eventuell wird darauf nochmal in Jurassic World Dominion eingegangen. Wahrscheinlich aber eher nicht. Das war einfach jetzt so eine kleine Fanprognose. Ihr wolltet ein Video zu dem Thema haben. Ich habe mich dem angenommen. Ich habe mich des tiefen Inneren des Dr. Grants angenommen. Ich habe mich dem seelischsten Inneren von Dr. Grant angenommen und eben für mich herausgefunden, dass Dr. Grant ein seelisches Wrack ist. Lass mich jetzt deine Meinung zu dieser Theorie wissen. Schreib es mir in die Kommentare unten rein. Lasst uns wie immer diskutieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.